Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. So, wir machen jetzt mal weiter. So, das mit dem Baum scheint irgendwie nicht hier zu sein. Also wir reiten mal hier weiter. Quer durch die Gegend. So, wo bin ich denn gerade? Hier links runter oder rechts hoch? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich würde mal sagen, hier links weiter, oder? Aber hier ist ja gar nichts, hier ist ja nichts. Ja, ich habe jetzt keinen Plan, ehrlich gesagt. Ja, wie können wir jetzt hier aus weiter? Selbst jetzt ehrlich gesagt noch gar keinen blassen Schimmer, wie es jetzt hier weitergehen soll. Wir müssen irgendwie diesen geteilten Baum suchen. Der scheint ja nicht da zu sein, wo ich denke, dass er ist. Kann hier vorne irgendwo sein? Ah, ich bin hier richtig. Hier bin ich richtig. Jo. Sieht richtig aus. Die Teufelsburg. Der Platz aus meiner Vision. Ah, hier ist er, genau. Hier sind wir damn right. Was ist das? Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Danke, Aina. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Das ist nicht diese Decke von dieser Oma da gewesen? Die Maske? Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman vorzeigen. Vielleicht weiß er was. Okay.
wenn ich jetzt mal weiß, wie ich zu Paul hinkomme, ich habe keinen Plan mehr, wo ich überhaupt hier bin. Ach, da vorne ist es ja, glaube ich, oder? Manche, die Decke. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Sie waren verloren, voller Hassgefühle auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus, hm? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hat. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen! Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Wohin? Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Okay.
sofort alle rein! Der Sturm wird gleich hier sein! Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du kannst helfen? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Jody! Shimasani! Das war ein hoher Preis, den wir bezahlen mussten. Ich wünschte, ich hätte euch helfen können. Dank dir verstehen wir jetzt, was passiert ist. Ich hab's wohl... Das ist viel wert. ...vollständig versiebt. Wir halten durch und leben mit dem Ding. Und hoffen, dass es einmal wirklich nicht mehr zu uns zurückkommt. Das Ding ist nur noch da? Was planst du? Wo willst du jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Ich hab lang
langsam gehofft, dass ich damit auch jemandem helfen kann. Aber die letzten Tage zeigen, dass das nicht stimmt. Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Ich weiß, Anne lebt auch noch, Paul lebt noch, so alles okay. So, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen Folgenbreak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Beyond Two Souls. Bis dahin, haut rein und tschüss.